Der ist der nette, hilfsbereite Psychopath von nebenan. Der lebt mit Frau und Kind in einem Reihenhaus und man sieht es ihm eben nicht an. Im Raum Hamburg führt Raik Dormann in den 80ern und 90ern ein grausames Doppelleben. Denn er entführt Frauen und quält und tötet sie brutal in einem Bunker unter seinem Haus. Die Leichen löst er in Säurefässern auf. Erst als die Ermittlerin Nela Langenbeck bei einem Entführungsfall auf eine versteckte Botschaft stößt, kommen seine Taten ans Licht. Raik. Ja? Bitte mach mich los. Wir verpassen das Flugzeug. Ich glaube, das verpasst mir jetzt. Die sechsteilige Prime-Videoserie German Crime Story Gefesselt ist angelehnt an den wahren Fall des sogenannten Säurefassmörders Lutz Reinstrom. Dieser heißt hier Raik Dormann und wird von Oliver Masucci dargestellt. Per Videocall haben wir mit dem Schauspieler über die True-Crime-Serie gesprochen. Hallo Oliver. Also erstmal wirklich also ein Riesenkompliment für diese Wahnsinns-Performance. Also es war wieder Schauspieler-Extraklasse, wirklich. Also Riesenrespekt. Danke. Oliver, wie nähert man sich einer Rolle wie der des Raik Dormann an? Das war ein Geschichtenerzähler. Der echte, der dieser Rolle zugrunde liegt, hat wahnsinnig viele Geschichten erzählen können. Der war Pelzhändler, der war ein Schatzsucher auf Costa Rica. Der hat einen Atomschutzbunker in den 80ern in seinem Reihenhausgarten in Rahlstedt gebaut und hat hinter diesen Bunkern noch einen Bunker gebaut. Der Bürgermeister hat ihn eingeweiht. Der hat Säurefässer gegraben, vergraben, Menschen reingesteckt. War SMler, war der Held vom Grill, war der und hat seine Taten, als zumindest die Morde, nie zugegeben. Und die sind bis heute, ist es nach Beweislage entschieden worden. Und die Beweislage war so erdrückend, dass er die schlimmste Strafe bekommen hat, die es gibt in Deutschland, nämlich lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld und anschließender Sicherungsverwahrung. Da kommt man nicht nach 15 Jahren raus. Der hat seine Strafe jetzt abgesessen, nach 25 Jahren, hat letztes Jahr, glaube ich, einen Fluchtversuch, wurde vereitelt, weil er einem Mithäftling was erzählt hatte. Der ist jetzt sicherungsverwahrt und hat nie zugegeben. Und das Irre ist jetzt jetzt haben wir eine filmische Figur kreiert, weil das einen Kosmos eröffnet, das Nicht-Zugeben, das man natürlich auch aus seiner Perspektive erzählen kann. Und das Intelligente hier ist an der Geschichte ist, dass man jemanden zeigt, und ich glaube, dass es oft so ist, der ist der nette, hilfsbereite Psychopath von nebenan. Der ist immer hilfsbereit, der bringt dir ein Mehl, der backt einen Kuchen, der hat eine Familie, der lebt mit Frau und Kind in einem Reihenhaus und man sieht es ihm eben nicht an. Und eigentlich bestand meine Arbeit darin, zu kaschieren, zu 99% das 1% zu kaschieren, was in ihm ist, weil der wahrscheinlich vermutlich zu 99% vollkommen normal funktioniert, so wie Psychopathen eben funktionieren. Die erkennen wir nicht. Und das ist das Interessante. Das heißt, wenn wir sie nicht erkennen, musst du eigentlich nur spielen, musst du eigentlich versuchen, nur nett zu sein. Und eben nicht böse und wie so ein Quasimodo durchs Bild zu humpeln. So wie man es ja oft sieht, weil man den Bösen, und wir hätten das gern. Wir würden das Böse gerne als böse sehen. Und damit habe ich mich beschäftigt. Mit diesem, wo erkennen wir denn das Böse? Das Böse kannst du ja eigentlich nur instinktiv erfahren, weil du merkst, es stimmt irgendwas stimmt mit dem nicht. Aber ich kann nicht sagen, was es ist. Und dann gibt es aber Verhinderungsmechanismen, wie andere Menschen, Verführungsmechanismen versuchen, dich wieder zu verführen, wo du dann deinem eigenen Instinkt plötzlich nicht mehr traust. Passiert in Beziehungen oft, wo Menschen einen manipulieren können dahingehend, dass du dir deinen eigenen Gefühlen nicht mehr traust, du wirst aber komplett betrogen. Also das haben bestimmt schon einige erlebt, die jetzt hier zuhören oder zusehen, die sich mit Narzissten zusammengetan haben oder narzisstisch veranlagten Menschen, die einem diesen Instinkt plötzlich durcheinander bringen. Und das konnte der. Der konnte vermutlich Empathie, die er nicht hatte, vorspiegeln.
oder vielleicht sogar empfinden. Aber dann ist da noch ein Abgrund und der ist so tief, den haben wir auch erst am Schluss gedreht. Das heißt, ich war eigentlich damit beschäftigt, einen Verführer zu spielen, der auch das Publikum verführt, weil er immer wieder aus seiner Perspektive erzählen durfte, genauso wie der Mann, der Echte, in den Verhören. Und ich habe mit dem Polizeikommissar gesprochen, der die Verhöre damals gemacht hat. Die waren baff, weil der denen je nach Ermittlungsstand seine Aussagen angepasst hat und immer wieder neue Sachen erfunden. Und das kommt in dem Film sehr gut raus, dass man denkt, jetzt haben wir ihn, jetzt gibt es schon die Beweisfotos von den Opfern und er macht wieder eine Geschichte auf und erklärt das auf eine Art und Weise, wo du denkst, wo nimmt er das denn her? Aus welcher Unverschämtheit mit der Last, die auf ihm liegt, erfindet er denn diese Geschichte? Und das macht beim Zuschauer, dass man denkt, boah, das gibt's ja nicht. Das ist, dass du so dreist bist. So. Und das war eigentlich das Lustige, dass man das, oder was heißt das Lustige? Ich habe mich beim Spielen eigentlich nur damit beschäftigt, das eben nicht zu spielen. Eben nicht zu spielen, sondern Freude an der Erfindung zu haben. So, an der Erfindung einer neuen Geschichte. Und das macht die anderen perplex. Und dann hauen sich die Kommissare vor den Kopf und sagen sich, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Der ist doch, wir hatten den doch und der erzählt schon wieder eine Geschichte. Und das ist durchaus unterhaltsam. Und solche Menschen können vermutlich durchaus unterhaltsam sein, können durchaus empathisch rüberkommen. Und wir sehen es nicht. Wir sehen es einfach nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Das ist alles nur in eurem Kopf. Die Serie hat ja auch einen unfassbar hohen Unterhaltungswert und gerade so diese, sag ich mal, sehr humorvollen Passagen funktionieren bestens, aber dann hat man ja 0, nichts diesen sehr, sehr, sag ich mal, harten, perfiden Ton. Und jetzt auch, wenn du halt meinst, klar, 99% spielst du so den humorvollen Normalo, sag ich mal, aber dann gibt es ja diese sehr brillanten Szenen, sobald es runter in den Bunker geht, switcht ja die Tonalität oder das ganze Verhalten wirklich in 0, nichts. Und wie schwierig war es für dich dann auch so diese Gratwanderung also hinzubekommen von diesem, sage ich mal, charmanten Typen, der dann aber wirklich diese perfide oder diese perfiden Dinge auslebt? Das war dann, ich konnte mir ja vorstellen, man muss dann einfach die Empathie ablegen für die anderen. So, das ist, dass du einfach nicht mehr so dich verhältst, wie ein normaler Mensch sich halt verhalten würde, sondern dass du halt, dass man empfindet den Schmerz des anderen nicht, sondern der Schmerz des anderen ist ja in dem Moment, wird das ja zur Lust. Das ist ja noch gemeiner. Also es ist, da wird es einfach gemein. Das ist aber, eigentlich muss man gar nichts mehr spielen. Das ist, die Situation ist eigentlich an sich so. Wenn ich eine Schauspielerin habe, die vor mir gefesselt und geschminkt natürlich, und blutig, zitternd liebt und ich lasse die, selbst da kannst du lieb sein und sagen und lass ein Tonband laufen und sagen, kannst wo ich das quasi in der Rolle, wo die Rolle das aufnimmt, was sie mit ihr getan hat und die das nochmal aufsprechen muss. Die Opfer mussten ja quasi das aufsprechen, was er mit ihnen getan hat. Im Nachhinein hat er dann behauptet bei der Polizei, das wäre ein Sexroman dänischer gewesen, den sie zusammen gelesen hätten, so, und der sie angemacht hätte, aber er hat quasi sie gefoltert und hat das sie dann nochmal aufsprechen lassen für seinen persönlichen Lustgewinn. Es ist nicht viel zu spielen. Die Situation ist so krass, dass du eigentlich gar nichts mehr spielen musst. Du ziehst jemanden aus dem Bunker, du setzt eine Säge an den Bein. Das musst du nicht mal zeigen. Da ist die Fantasie des Zuschauers. Die beginnt ja in dem Moment, wo man ansetzt. Du zeigst ja nichts mehr. Also das ist die Perversion. Das liegt dann in der Inszenierung in der sehr, sehr, sehr gelungenen Inszenierung von Florian Schwarz, der das dann auch gar nicht zeigen muss, sondern dann kommt ein Geräusch und dann geht es im Kopf des Zuschauers los. So. Das heißt, da ist filmisch sehr spärlich umgegangen worden. Da haben wir auch am Ende nur 2 Wochen gedreht in dem Bunker. Ansonsten haben wir alles andere gedreht. Schwimmverein. Und lauter Sachen, wo der sich bewegt hat, dieser Mann, der Pelzladen. Wir haben auch ständig noch Leute getroffen, die uns von dem erzählt haben, der Echte hat je nach Erkenntnisstand der Polizei oder Ermittlungsstand seine Aussagen angepasst. Und wir haben je nach Erkenntnisstand unser Drehbuch noch mal ein bisschen angepasst, ja.
So dass der plötzlich auch im, weil ein Nachbar, der eine Drogerie hatte, der hat beschrieben, dass der immer in seinem Pelzhut, weil die Mama hat ein bisschen gefröstelt, in seinem Pelzladen mit einem Pelzhut und einem Pelzmantel stand. Deswegen kommt er bei uns dann auch öfter mal im Pelzmantel vor. Trotzdem konnte man das schön fiktionalisieren, die Figur. Und ist es dann bei so einem Projekt so, dass man dann auch vielleicht so nach, sag ich mal, nach Drehschluss oder nach Abschluss der Dreharbeiten über so einen Fall auch nochmal anders nachdenkt, als jetzt bei einem, sag ich mal, rein fiktionalen Stoff? Ja, beschäftigt einen. Also man, die Abgründigkeit des Menschen. Aber das ist, ich sage immer, ich forsche am Menschen. Das ist eigentlich das mein Beruf. Das ist wie ein Psychologe vielleicht in einer anderen Weise forsche ich auch, und ich forsche, indem ich mich in solche Figuren, indem ich diese Abgründigkeit mir anschaue. Ich habe keine Angst davor. Es macht mir nicht Angst, dass ich mich selber verliere und plötzlich zum Serienkiller werde oder jetzt irgendwen fesseln muss und auspeitschen oder sowas. Das weckt das bei mir nicht. Aber ich finde halt, der Mensch ist ein wahnsinniges Biest, der sich Unglaubliches antut. Und ich glaube, das schlimmste Raubtier auf dieser Welt ist halt der Mensch. Und davon bin ich einer. Und ich will das halt rausfinden, was das ist, das Menschsein, weil es so viel ist. Und es ist, und es gibt halt den, ich glaube, es ist, diese Normalität ist halt nur ein ganz schmaler Grad, auf dem wir uns bewegen, der, wo wir uns drauf geeinigt haben, so sind wir, das sind unsere Werte, das ist unsere Gesellschaft. Und das wird schon schwierig, dann für unsere Fußballmannschaft in Katar Fußball zu spielen und die Binde nicht zu tragen und so. Und dann können die auf einmal nicht mehr spielen. Also das ist, also wir können, weil man mit den Werten schon nicht an übereinstimmt. Und es ist also, wir halten uns auf so einem ganz schmalen Grat. Und das ist der Humanismus, so. Den würde ich als den humanistischen Grat bezeichnen. So. Auf den haben wir uns geeinigt. So. Und da links und rechts daneben gibt es aber wahnsinnig viele Abgründe. Und ich gucke ganz gern rein, um zu wissen, worauf ich wandle. Mhm. Und wofür es sich lohnt, so da zu sein, wo man ist. Ja. Und was auch hilft, ist Wein. Ich habe hier ein, sieht man das? Ein ja, schönes Masucci, genau. Wein, ja. damit ich nicht immer drehen muss. Und den trinke ich dann immer nach der, wenn ich fertig bin mit solchen Rollen, hilft mir Wein am Abend immer sehr, was loszuwerden. So. Okay. Und was würdest du sagen, ist generell so vielleicht auch das Besondere an der Erzählweise dieser Serie? Dass sie die Perspektive wechselt, die Serie fängt an, indem Raik Dormann, und wir haben es in Hamburg beim Filmfest gesehen, komplett das Publikum fesselt, dass alle denken, Wahnsinn, was ist denn das für ein Typ, der ist ja lustig, dass sie mitgehen. Und der Mann steht vor Gericht in den 80er Jahren und man glaubt der Frau nicht. Und damals war das Männerbild halt, die waren sehr dominant und den Frauen hat man nicht geglaubt und gerade Frauen, denen Gewalt angetan wurde, so. Und da steht also eine Frau vor Gericht, die sagt, der hat mich entführt und ihr wird nicht geglaubt, sondern der Täter-Sichtweise wird geglaubt und ist nicht sehr stark bestraft worden, sondern hat behauptet in diesem Prozess, dass sie Teil Schuld hatte, weil er hat sie zwar entführt, aber sie wollte ihren Mann dann mit ihm zusammen erpressen. Und es gibt dann, und so wird die erste Folge eigentlich komplett aus seiner Perspektive erzählt, was wahnsinnig intelligent ist, finde ich. Und dann tritt die Frau, die Ermittlerin, auf und sagt, ich finde, der Perspektive des Täters wird hier vor Gericht oder bei uns im Film viel zu viel Aufmerksamkeit gegeben. Und in dem Moment fängt an, die Perspektive zu drehen und wir erzählen die gleiche Geschichte nochmal, aber aus einer anderen Perspektive. Und das verführt den Zuschauer, erst verführt sich der Zuschauer, diesen Menschen irgendwie zu folgen und dann dreht es ein komplett anderes Bild und dann nimmt der Zuschauer die Opferperspektive ein und denkt, bäh. Und dann schafft es der Täter aber wieder, das zu drehen. Und das schafft die Serie. Die Serie schafft eigentlich immer wieder, weil wir letzten Endes hat die Beweislage entschieden. Und es gibt keine Opfer, die mehr reden konnten. Die waren tot. Es gibt niemanden, der das, es ist ein reiner Indizienbeweis gewesen. Das heißt,
Wir wissen es nicht. Hundertprozentig wissen wir nicht. Und deswegen, das ist interessant filmisch, dass man mit diesen Perspektiven immer wieder spielen kann. Wir wissen nicht, der Lutz Reinstrom behauptet bis heute, es waren Unfälle. Und hat die hanebüchensten, ersten Geschichten erfunden, wie es zu diesen Unfällen kam. Und sagt dann natürlich, und dann natürlich musste ich ihn dann in die Säurefässer stecken. Weil, also hätte ich den Pelzladen verloren und die Mutter hätte mich enterbt und die gesellschaftliche Schmach und dann habe ich mich halt geschämt und so. Und, aber er redet sich da so raus und letzten Endes wissen wir es nicht. Das Gericht hat aber entschieden, die schwerste Art der Bestrafung, die es in Deutschland überhaupt gibt, anzuwenden. Und generell sind ja True-Crime-Formate, waren ja eigentlich schon immer relativ populär. Es gab ja zahlreiche Filme, Serien. Aber im Moment gibt es ja wirklich einen regelrechten Boom. Also was glaubst du, woher kommt so dieses enorme Interesse an solchen wahren Kriminalfällen? Also ich glaube, die waren schon immer da. Wenn ich mich, also das fängt doch mit Al Capone an, wie sie den überführt haben in The Untouchables. Das True-Crime ist schon immer, hat das eine Faszination gehabt. Und jetzt kommt, es poppen halt so Sachen auf, weil natürlich, es gibt auch Marktforschung, ne? Und man sieht so, wohin es geht. Und es ist lustig, dass manchmal entstehen Genres, weil viele Leute das gleiche, Künstler auf der Welt das gleiche gerade spüren oder sich fürs Gleiche interessieren. Vermutlich kommen da ganz viele verschiedene Einflussfaktoren zusammen, die mehrere Leute dann zum gleichen Zeitpunkt dazu bewegen, Ähnliches zu machen. Ich weiß, das ist vermutlich gar nicht gelenkt. Ich war mal im Casino und auf einmal füllte sich komischerweise dieser eine Tisch und auf einmal setzten alle in diesen Tisch, da bildete sich eine Traube oben auf die 30er und auf einmal kamen nur noch 30er. Und wer wusste das jetzt, dass die 30er kommen? Und auf einmal knallte dieser Tisch durch. Und so ist es vielleicht. Es kommt plötzlich, kommen irgendwelche Synergien entstehen und auf einmal entstehen diese Formate. Und also wir sind quasi das Gegenformat zu Dahmer, ne? Der wurde am Anfang schon von Anfang an eigentlich den Killer siehst, den Gestörten, den Psychopathen. Wir verdecken den Psychopathen und verführen erstmal. So, das ist hier das Interessante an dem True Crime. Und der Mensch ist halt so abgründig. Meine Tochter hat mal gesagt, wenn ich darüber nachdenke, dann habe ich Angst vor mir selber. Und wir halten uns auf diesen Grad und wir wollen aber auch wissen, was ist denn da hinten und was ist denn noch da? Wir haben Angst und wollen wissen, wofür wir Angst haben. Und trotzdem geht man dann dahin und guckt, macht das Türchen auf, weil man diese Neugier hat. Genau. Und was glaubst du, was sind so die Gründe für diese Neugier oder für diese, sage ich mal, auch Lust an diesem perfiden und Bösen? Sich zu gruseln. Vielleicht, ne? sich zu gruseln und vielleicht über das Gruseln wieder zu sich zurückzufinden, kann nur mutmaßen. So, ne? Also in Form von anderen zu sehen, was man selber nicht machen möchte. So, andere, bei mir ist ja auch das Rollenspiel, ist ja auch, das erweitert mich ja als Mensch. Ich muss das aber nicht persönlich betreiben. So. Also ich habe auch eine Faszination dafür. Wir interessieren uns wahrscheinlich dafür, warum wir da sind und wer wir sind. Und das versuchen wir da auch damit rauszufinden. Genau, jetzt noch kurz zum Schluss dann die Frage, was würdest du sagen, hast du jetzt konkret so aus dieser Rolle vielleicht auch für dich mitgenommen an Erkenntnissen oder an Erfahrungen, was dir jetzt irgendwie so was oder was in dir verändert hat? Na, in jedem Fall verlass dich auf dein Gefühl, ne, auf deinen Instinkt in Bezug auf andere Menschen, dass man, also wenn du da einen Instinkt hast, der dir sagt, der tut mir nicht gut, dann verlass dich auf diesen Instinkt und geh da weg. Das kann ich nur jedem raten. Es gibt Leute, in deren Aura steht man nicht gerne, weil man merkt, die sind irgendwie, die ziehen mir irgendwas aus. Die machen irgendwie meine kaputt. Und geh dahin, wo es dir gut tut und nicht dahin,
wo du dich nicht wohlfühlst, so, ne? Und folge dem Instinkt, das kann ich nur daraus ziehen. Und ansonsten hat mir das durchaus Spaß gemacht zu spielen, weil ich natürlich wahnsinnige Geschichten erfunden habe und so unglaublich unverschämt sein konnte, so. Und ab und zu mache ich das wieder, dann mache ich den Rektor mal und sagt mal zu den Leuten so, du, der Reik hätte jetzt aber gesagt, so. Und dann sagen alle, hör auf damit. Also wenn ich jemanden gruseln will, dann rede ich wieder mal wieder rein. So. Das habe ich vielleicht mitgenommen. Ja. Alles klar, Jan, vielen lieben Dank. Und genau, ich drücke die Daumen, dass es irgendwie sehr erfolgreich wird. Und wie gesagt, es war überragend gespielt. Also vielen lieben Dank. Dankeschön. Die beiden Frauen sind tot. Davon bin ich überzeugt.